Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foundation. Uns geht schon wieder irgendwie gerade das Geld aus, aber nichts Beunruhigendes, das ist total normal. Wir sollten jetzt auch wieder Leute fördern können eigentlich gleich. Ah ja, können wir. Cool, weil wir bräuchten hier wieder welche von denen. Aber wir haben halt keine Kohle. Genug Beförderung. Ja, wir müssen irgendwie es schaffen, dass Kohle reinkommt. Das heißt Überproduktion. Die einzige Überproduktion, die wir haben, ist Stein. Wir brauchen definitiv keinen Steinbruch mehr. Okay, die Weizenform ist fertig. Ich weiß nicht, ob wir schon Leute einstellen können dafür. Nein. Wir haben keinen. Wir bräuchten drei Bauern. Komm, es schließen sich doch bestimmt jetzt wieder welche an. Das da könnten wir jetzt dann auch gleich bauen. Warnungen. Holzfällerlager ist voll. Ja, ich mache ja alles, was. Es wird schon. Ja, irgendwie geht mein Geld nach unten statt nach oben. Es ist halt traurig. Also wo ist auch unser Käse hin? Ich verstehe es nicht. Haben wir so hohen Eigenverbrauch? Also Kleidung irgendwie ist konstant bei 50. Ja, das hier geht dann da und hoch und runter wie nochmal was. Ja, bevor wir das bauen können, ist glaube ich Weihnachten. Hier hinten ist jetzt unsere andere Weizenform fertig. Ja. Dann haben wir drei Weizenformen. Oh, das steht voll ungünstig. Das steht nämlich in dem Winkel von der Weizenform. Stellen wir es lieber da unten hin. Okay, zwei neue Arbeit. Wow. Was brauchen die denn? Es braucht ein normaler Arbeiter, der da am Marktplatz wohnt. Können wir einfach mal schauen. Ah, cool, ich kann Bau beginnen. Ha! Was hast du jetzt für Grundbedürfnisse? Bären. Cool. Das ist halt auch so ein Beruf, den man nicht haben will. Arbeitslos sein. Wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? Weil es mangelt der Leuten an Gütern. An welchen Gütern mangelt es denn? Hier, Barnim. Hier mangelt es an Nahrung. Also entweder Käse, Brot oder Beeren. Ja, jetzt nicht mehr. Hast du es einfach nicht gekauft? Also ich glaube irgendwie, da stimmt was nicht. Dass die einfach so lange nichts essen gehen oder so. Ja, das kleine Warenlager ist schon fertig. Nein, das wird hier gerade gebaut. Okay, zwei neue Arbeitnehmer. Die kann man ja hier als Bauer beschäftigen. So, viel Spaß. Dann sollte ja mehr Brot bei rauskommen. Also wir bräuchten wahrscheinlich dann noch eine Windmühle. Was ist dann? Windmühle. Stellen wir mal hier dazu. Ah, die kostet schon wieder 100. Und vielleicht ist das auch nicht der ideale Standpunkt dafür. Ich mache mir die eher so hier oben. Ja, wir müssen kurz warten, bis wir 100 haben. Ich ziehe es mal nach hier oben, dass wir es wieder im Blick haben. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Bäckerei. Hier. Die bauen wir zu den anderen dazu. Weil es da oben eben Brunnen gibt, beziehungsweise hier unten. Okay. 100 haben wir gerade. Dann warten wir hier auf die 150. Perfekt. So, an was fehlt jetzt? Eigentlich an nichts. Das ist doch schön. Was haben wir hier für Warnung? Der Steinbruch ist schon wieder voll. Ohne Scheiß, ich fange jetzt an, Stein zu verkaufen. Dann haben wir Geld. Also wir könnten ja den Stein einfach weiterverarbeiten. Also ich könnte mir Weiterverarbeitungsstationen bauen. Das wäre auch so eine Idee. Aber wir können jetzt einfach sagen, bei 400 ist mein Stein bitte Schluss. Wo ist es denn? Wo ist mein Stein? Kann ich Stein gar nicht verkaufen oder bin ich blind?
habe keinen Stein, oder? Ist das Stein? Nee, das ist Wolle. Da ist Holz. Holz, da ist Stein. Verkaufen bis zu einem Wert von 400. Ja, das dauert jetzt kurz. Perfekt. So. Dann machen wir weiter so Verarbeitungssachen von Stein, würde ich mal sagen. Dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Aber das würde ich ja gerne in diese Richtung hier erweitern. Dieses Steinviertel. Ah, das Sägewerk. Wann habe ich ein Sägewerk gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann habe ich ein Sägewerk gebaut? Hä? Daran erinnere ich mich jetzt gerade echt nicht. Wo denn? Ach, das ist kein Lagerhaus, das ist ein Sägewerk. Ups. Hä, ich dachte echt, dass ich ein Lagerhaus gebaut hätte. Bin ich da echt so verrutscht? Egal, wir haben jetzt noch ein Sägewerk. Das mit den Lagerdingern, das klärt sich von allein. Ja. Es sollten auch wieder Leute in unser Dorf kommen. Hoffentlich. 97%, weswegen ist irgendwer unzufrieden? Keine Ahnung. So. Könnten da jetzt echt mal Leute ankommen oder ist das so ein Ding der Unmöglichkeit schon wieder? Okay, zwei neue Leute. Träger. Also machen wir einen Zimmermann und dann machen wir noch einen Bauern. Perfekt. Ja, die Mühle wird gebaut. Das nächste dann die Bäckerei. Ah ja, da unten geht's voran. Der Hopfen wird größer und das Holz wird abgebaut. Aber schön, wenn da es mal vorangeht. Was ist das eigentlich für ein Ort? Hopfenfarm, ach so. Ja, eine wunderschöne Hopfenbaum habt ihr euch da angelegt. An was fehlt es denn diesen 6 Leuten? Ich weiß, dass jetzt gleich wieder irgendwer daherkommt und meint so, oh, die Stadt ist scheiße, da bleibe ich nicht. Und ich sehe auch hier keinen Sammeln an diesen komischen Bären da. Ganz ehrlich, da ist niemand. Boah, aber dieser Hopfen, der sieht echt voll schön aus mit dem Gras da. Ja, ganz ehrlich, da sammelt keiner. Boah, ich möchte mal schauen, wie es wäre, wenn ich jetzt ein Dorfbewohner wäre und in das Dorf reinkommen würde. Wir sind jetzt ein Dorfbewohner. Oh, schöner Brunnen. Mhm. Sehr schön. Mhm. Oh. Mitmenschen. Ah, da werden Bären gepflückt. Das ist sehr schön. Sägewerk. Mhm, schon wieder ein Brunnen oder nein? Oh, eine Kuh. Oh, hier sind bestimmt Soldaten, aber das sieht man halt keine. Das sind, glaube ich, die mit diesen Mützen da immer. Ja, cool. Das ist irgendwie so Abfalltown und da ist so Wohntown. Mit Bäckereien und so. So, jetzt haben wir doch gleich 150. Hier wäre es bestimmt auch schön zu wohnen. Boah, hier ist so ein ganz kleiner Durchgang. Das finde ich ja immer so schön an so alten Städten, wie immer so kleine Durchgänge da sind. Ah, zwei neue Bewohner, das ist schön. Ein Mönch. Ja, schöne Scheiße. Den müssen wir noch helfen. Ganz ehrlich, wir brauchen noch ein bisschen Einschleim-Feeling. Arbeiter nicht mehr. Das sollte alles sein. Boah, ein Steuerbüro können wir da freischalten. Das müssen wir unbedingt tun. Der König braucht also, wir müssen den Klerus helfen. So, können wir gleich mal hochschauen. Da steht ja gleich wieder vor uns im Herrenhaus. Was übrigens auch wunderschön gelungen ist. Das können wir vielleicht mal ausbauen.
Kommt jetzt nicht so ein Typi angetrippelt irgendwie? Oder heute nicht mehr? Ja, irgendwie heute nicht mehr. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Foundation. Bis dahin. Tschüss.